Einen wunderschönen guten Morgen ins Osnabrücker Land. Der Himmel ist noch etwas grau verhangen, aber er klärt sich auf und ich hoffe, so klärt sich auch die Situation der Bundes-SPD auf. Wir haben am Sonntagabend einen tollen Frank-Walter Steinmeier erlebt, der die Grundzüge sozialdemokratischer Politik deutlich gemacht hat. Für mich besonders wichtig, die klare Aussage, aus der Atomenergie aussteigen zu wollen. Eine Energie, die rückwärts gerichtet ist, vor allen Dingen riesen Gefahrenpotenziale bietet und technologisch nichts Neues zu bieten hat. Wir glauben mit Frank-Walter Steinmeier, dass die Zukunft, gerade auch für die jungen und älteren Menschen in unserem Land, in modernen Technologien, die an der Sonne orientiert, die hoffentlich gleich wieder scheinen wird, die Energiezukunft unseres Landes sicherstellen wird. Dazu brauchen wir junge Menschen, die mit Mut und mit Liebe für dieses Land mit anpacken und dazu beitragen wollen, dass wir alle gemeinsam eine gute und schöne Zukunft vor uns haben und nicht nur einige wenige Ausgewählte, die über ein dickes Portemonnaie verfügen. Grundvoraussetzung dafür, dass wir dieses alles gemeinsam schaffen können, ist vor allen Dingen, dass wir allen einen ordentlichen und guten Zugang zur Bildung verschaffen. Das ist leider in diesem Land zurzeit überhaupt nicht der Fall. Alle außerstehenden Institute bestätigen Deutschland, dass es im Bereich der Bildung viel zu wenig tut und damit natürlich auch die große Ressource unseres Landes sträflich vernachlässigt. Wir glauben mit Frank-Walter Steinmeier, unser Sozialsystem, unser wirtschaftlicher Fortschritt, unsere Lebensqualität ist nur haltbar, wenn wir in das investieren, was unser größtes Gut ist, aber auch in der Tradition der SPD das größte Gut ist, nämlich nicht Geld und Markt, sondern Menschen. Wir wollen in Menschen investieren und zwar nur in Menschen. Und wir haben mit Frank-Walter Steinmeier zusammen die Hoffnung, dass am 27. September Sie, liebe Wählerinnen und Wähler der SPD, Ihre Stimme geben wollen werden. Ich würde mich besonders freuen, wenn Sie im Osnabrücker Land dann Ihr Kreuz als Erststimme bei Rainer Spiering machen.